Hey ho und herzlich willkommen, ihr Jäger und Jägerinnen, zurück zu Monster Hunter World. Ja, erstmal schön den netten Anmeldebonus natürlich, ne? Super Glücksgutschein, ne? Und natürlich Bitterkäfer. So, 5 Millionen Objektplatten. Ja, nett. Stahlei, bla, ja, nett. Schön. Schön viel. Sag ich nur. So. Objektruhe, verwalten. Wir haben ja, wie ihr seht, auch ziemlich viel bekommen. Ja, das ist alles eigentlich ganz nett, dass ich das voll mit habe. Kräuter, Blaupilze, die würde ich persönlich lagern. Lagern. Komplett. Die lagere ich auch mal, weil ich habe hier... So. Auffüllen. Jo. Okay. Passt. Ja. Wir werden uns heute um dieses Lager des uralten Waldes mal kümmern. Also quatschen wir mal mit ihm. Wenn wir durch das Jahr gehen, kann unsere Expedition in den uralten Wald beginnen. Ja, dann gehen wir doch mal voran zur Expedition auf. Wenn du zu einer Expedition aufbrechen möchtest, öffne deine Weltkarte und wähle ein Ziel. Für diese Expedition müssen wir zum uralten Wald gehen. Je tiefer wir in die neue Welt vordringen, desto mehr Expeditionen können wir starten. Eine gute Motivation, oder? Natürlich. Wir wollen zum uralten Wald. Es gibt da Großjagras, es gibt da Anjanath und ein Fragezeichen Monster, okay. Zu einer Expedition aufbrechen. So. Ich hätte mich, glaube ich, ein bisschen vorbereiten sollen, aber okay. Wir jagen nebenbei noch ein paar Viecher. Dann können wir da auch wieder ein bisschen Ausrüstung zusammen farmen. Also Material und an Ausrüstung, ne? Für mich und Exo. So. Nutze die Umgebung. Sporengebäusch. Wenn Sporengebäusch getroffen werden, verschießen sie eine Sporenwolke, die in Deckung nutzen werden kann. Ah, denn Palico kann mit Krimalkinen und bestimmten anderen Monstern sprechen und sie dazu überreden. Irgendwas überreden, okay. Expedition. Du kannst zu einer Expedition aufbrechen, indem du ein Ziel auf der Weltkarte auswählst, ohne vorher eine Quest zu akzeptieren. Im Gegensatz zu Quests ist das Ende von Expeditionen offen, wodurch sie sich gut eignen, um die Welt zu erkunden. Expeditionen verfügen über folgende besondere Eigenschaften. Sie haben kein Zeitlimit. Sie scheitern nicht, egal wie oft du ohnmächtig wirst. Sie besitzen weder Abschlussbedingungen, noch gibt es für sie Belohnungen. Aber du erhältst die auf ihnen gesammelten Materialien und Punkte. Monster verlassen das Feld nach einer gewissen Zeit. Du entscheidest, wann du von einer Expedition zurückkehrst. Bist du mit dem Erkunden fertig, kehrst du zurück, indem du einen der folgenden Schritte ausführst. Sprich mit der Wildexpertin Lager. Im Lager wähle im Menü von Expedition zurückkehren oder wähle auf der Weltkarte Astera aus. Kehrst du nach Abschluss einer Quest ins Lager zurück, wechselst du automatisch zu einer Expedition. Nimmst du von deiner Wildexpertin eine Quest an, wird diese schneller vorbereitet, vorausgesetzt,
die neue Quest findet am... Ach, vorausgesetzt, die neue Quest findet am selben Ort statt. Okay, danke, Tutorial. Lass uns nach dem Lager suchen. Erstmal... Schauen wir... Ach nee, Expedition. Falls ich das Lager zuerst erreiche oder du die Orientierung verlierst, öffne die Karte oder nutze die Spähkäfer, um mich zu finden. Jupp. Na, Exo, alles gut. Ich bin auf alle Fälle vorbereitet. Wenn du zu einer Quest gemeldet zu haben, begibst du dich auf eine Expedition. Du kannst so oft ohnmächtig werden, wie du willst. Nutze das, um nach Lust und Laune zu erkunden. Ja und nein. So, Quest. Forschung ist fein, doch. Grillspieß. Grill einfach rohes Fleisch, bis es goldbraun ist. Dann wird deine Ausdauer erhöht. Drücke. Okay. Ah, okay. Also im Grunde, wenn ich jetzt das richtig sehe. In Kantine. Unserer Mini-Kantine hier gibt es Essen, das dich für die Jagd stärkt. Braten. Okay. Okay, keine Ahnung. Okay, wir gehen einfach mal los. Ups, falsche. Terzi. Warte mal, hier ist irgendwo ist hier Kräuter sammeln wir auf jeden Fall mit, weil man weiß ja nie, ne? So, mal auf die Karte gucken. Zeig deine Position an und wohin dich die Spähkäfer führen. Du kannst zudem Monster im Blick behalten. Und vor allen Dingen haben wir hier auch Quests. Wenn ich das richtig sehe. Fischforscher, Dingsforscher. Ich würde sagen, wir werden mal in die Richtung gehen. Mal den Forscher hier. Weil ich mal Zack. Hep. Hier vorne ist doch ein Forscher. Vielleicht bei der Untersuchung helfen. X. Hallo. Hallo. Oh, hallo. Ich bin ein Forscher der Kommission. Mein Fachgebiet sind die Krimalgynen. Ja, die Krimalgynen. Die Krimagynen sind eine in der neuen Welt heimische Lynianart. Ich würde ja gerne ihre Sprache lernen. Aber diese müden alten Knochen können mit diesen rauflustigen kleinen Kerlen leider nicht mehr mithalten. Könntest du mir helfen? Bei meinem knorrigen Knochen, wenn du ihn nachjagen könntest, würden wir sie im 0, nichts aufspüren. Was meinst du? Du würdest damit einem alten Mann einen großen Gefallen tun. Natürlich. Okay. Oh, Feuernüsse. Okay. Wähle das Lager auf der Gebietskarte aus, um schnell dorthin zurückzugelangen. Ja. Da ist ja der Forscher, ja. Aber wie kann ich dem die Quest jetzt annehmen? In diesem Gebiet nennen wir Käferfänger. Ich frage mich, Spuren gesehen. Achso. Warte mal, wo sind meine Spreekäfer? Wo sind sie denn? Ach, da hinten. Das sieht doch ganz danach aus. Gekritzel. Noch mehr gekritzel. Zing. So. Noch eine einzigartige Pilzkolonie. Die holen wir uns doch gleich mit. Gourmet-Pilzhut. Die holen wir uns natürlich mit. Da oben ist noch ein Käfer.
aber ich habe kein Netz zum Fangen gerade. Wo sind sie? Da. Da. Okay. Das ist der Alte. Aber... Hä? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ja, schön und gut, dass ihr die da... den Herden da habt. So, da ist eine Kritzelei. Vielleicht finde ich ja hier noch was. Oh, da unten sind ein paar Wesen. Aber ja, unnötig. Brauche ich erstmal nicht. Es soll ein neues Lager aufrichten. Und ich tippe mal, das soll... Da hinten. Jüch. Okay, gehen wir hier runter. Gehen wir hier runter. Ja, lässt mal los. Danke sehr. So. Knochenhaufen. Schön mal ein bisschen Knochen sammeln. So. Wenn ich eh hier, ne? Gerade vorbei gehe, kann ich gleich mitnehmen. Hier haben wir noch irgendeine ein Leuchtmoos. Das ist doch schön. Habe ich nur voll. Oh, warte mal. Okay, das ist deine Chance. Beeil dich, bevor man dich wieder bemerkt. Zack. 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 Oh, oh. Die Mama ist auch hier. Allen in der Ressourcenzentrale davon berichten, wenn wir zurück sind. Auf der Karte kannst du einen Zielort für die Späthelfer festlegen. Zack, zack. Na komm schon. Na komm. Zack. Zack. Zack, zack. Zack. Zack, zack. Na komm. Autsch. Na. So, jetzt komm wieder her. Zack. 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 Na komm. Komm. Komm on, mein Freund. Komm on. Ist nicht. Hinterher. Ach,
Come on. Hinterher, hinterher, hinterher. Los, 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 los. Cool. Uncool, uncool. Ich verzieh mich. Ich verzieh mich. Das ist nicht der... ist nicht das, was ich, womit ich mich anlegen wollte. Hier habe ich ja ordentlich was... Na, hier. Großjägers Fußspuren. Hier. Ein paar nette Sachen. Also ich wollte mich jetzt nicht mit so einem großen Viech noch anlegen. Hatte ich hier nicht irgendwo gekämpft mit denen? Das heißt doch eigentlich, dass ich... Schön Förderstelle. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und zack, zack, zack. Jakras. Weil die ganzen Jakras-Sachen würde ich gerne mitnehmen. Dass ich die habe. Scheinen nämlich auch noch alte Spuren oder so zu sein. So. Weil hier scheint noch was zu sein. So. Ich weiß. Ich muss dieses Lager finden und so. Ist auch nicht das Problem. Ja, es wird auch nicht das Problem sein. Zack. So. Warte, ich will... Irgendwo werde ich doch noch irgendwas finden. Ist das etwa Tatsache? Das ist das nette. Hier drüben. So, alte Fußspuren von links. Ja, ja, ja. Neue Stufe. Das sind nämlich zwei Viecher, die gerade sich aufeinander hetzen und da dachte ich mir, nö, brauche ich jetzt nicht. Das brauche ich jetzt nicht. So, wir gehen einfach mal weiter. Ich meine mal, wir werden ja sehen, noch Sachen sehen bestimmt. Hallo. Ich glaube, ich habe sogar genug für die Jakras-Geschichte und so. Also werde ich jetzt erstmal zum Lager vorrushen. Was ist das denn? Insektenausdauer. Cool. Oh, ich ahne, dass ich hier einem dem begegnen werde, was hier auf mich wartet. Guck mal, was da oben ist. Oh, das wird... Oh Gott. Oh Gott. Das ist der Fangmeister, ja. Die Quest kann ich auch gleich noch machen, hier aber erstmal...
So. Okay. Nein. Ja. Dein Ausdauermaximum ist gesunken. Iss ein gebratenes Steak, um es wiederherzustellen. Genau. Ja, ich will mit dir reden, mein Freund. Hallo? Kannst du mal? Ich kann nicht mit ihm reden. Strange. Okay. Naja, ich würde erstmal sagen, das war's erstmal für diese Folge von Monster Hunter World. Wir schauen, ja, ich würde sagen, einfach mal nächste Woche nächstes Mal vorbei. Es kommt auf mich zu, das Viech. Gefällt mir gar nicht. So. Schön im Gebüsch. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Euer Levos.